Und zurück zu einer neuen Folge God of War. So, weiter geht's in der Hauptstory. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier durch das Tor durchgehen. Da schauen wir doch mal, was sich dahinter denn verbirgt. Ich bin echt gespannt. So, Bildmachgerät an, Leute. Und dann schauen wir mal. Der Gipfel. Okay, hier. Das machen wir noch nicht. Mach mir die Kiste auf hier. Ich bin echt gespannt, wie es mit Atreus weitergeht. Der ist ein bisschen vorlaut. Weil er jetzt weiß, er ist ein Gott. Okay, da geht's nicht hoch. Ich denke mal, wir müssen dort lang. Ich würde sagen, wir machen das mal auf hier. Ich denke mal, dass da Gegner kommen. Das Schild. Okay, sehr schön. Weltenstaub, Talismane können wir damit verbessern. Sehr schön. Okay, ich denke, da werden wir hochklettern müssen. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Wir schauen erstmal hier, was hier noch ist. Was in die Richtung auch noch irgendwas? Ja, hier gibt es Leben. Sind aber eigentlich eh voll. Okay, so Rage hat rausgesehen, wir leben jetzt gerade. Ist das kalt. Hier ist Leben. Aber wir sind voll. Kommt schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. Ah, jetzt sind wir hier wieder, okay. Alles klar. War hier hinten noch irgendwas? Ne. Warte, warte, schauen wir trotzdem mal schnell rein. Aber ich glaube, hier war nichts. Ja, da war. Ich glaube, das war die Stelle, wo wir ewig die eine blöde Rune gesucht hatten. Okay. Schauen wir noch hier weiter. Und da oben müsste der Platz gewesen sein, wo wir Mimir freigeschnitten haben. Wo wir uns den Kopf praktisch mitgenommen haben. Ich kann, ob ich gleich irgendwas spawnt oder sowas. Und da oben war auch Baldur. Whoa!
sind wir doch hier irgendwo hochgeklettert, oder? Geklettert. Ah, da ist eine Kiste. Sehr schön. Okay, das könnten wir nachher machen. Weil ich die dann gleich verbessern sollte. Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Okay, jetzt müssten wir eigentlich hier mit dem magischen Meißel reinkommen. Junge, die Rune. Genau, und hier war der Mimir dran, ne? Warum sieht man eh? Die Hand sieht man noch, den Körper sieht man noch ein bisschen. Ah, oh, so etwas sollte niemand sehen müssen. Danke dafür. Zwei. Okay. Okay, praktisch genau in die Löcher rein. Geschafft. Prächtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Vermisst? Lauf, Junge! Über die Brücke! Sie gehen. Nimm mich dafür, ich tue, was immer du... Sei still! Die ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos. Offenbar ist der Junge der Schlaue. Hurensohn. Verschwinde, Junge. Ja, yeah, unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun. Lass los! Ruhig, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit. Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Atreus! Nicht, wann es genug ist. Ah!
jetzt mal richtig ab. Heftig. Der kommt bestimmt gerne nochmal wieder. Na ja, doch. Heftig. Ja, schon gut mitgenommen. Wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Nein! Hör mir zu! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt dich meines Herzens. Was hast du getan? Junge! Heftig. Bam. Junge. Ich bin hier. Beweg dich nicht. Okay, wo ist er? Hilfst du mir jetzt mal? Wo bist du denn? Ach, da ist er. Mir jetzt zu und sagst kein Wort.
Ich bin dein Vater. Und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Jetzt wird er sauer, der Kratos. Aber zu Recht auch. Okay, jetzt abgeschlossen. Das ist ein Kistchen. Das Bildmachgerät wieder an. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier schon Runen sehen. Wo sind wir jetzt überhaupt? In Helheim? Helheim. Okay, ich sehe jetzt auf Anhieb keine Rune. Okay, dann gehen wir hier weiter. Wow, ist das kalt. Das ist Hehl? Nicht nur Hehl. Der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel. Aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern. Aber jetzt, wo du das Herz rausgerissen hast, sind wir hier schon komisch schnell auf der Dinge. Gehen wir nur einen Schritt machen. Junge. Das war nicht ich. Ich denke mal, es wird da weitergehen. Aber warum war hier ein Shortcut? Ich verstehe nicht. Geht es hier noch irgendwo hoch oder so? Der Shortcut ist ja komplett unnötig. Aber okay. Geht es natürlich auch. Geil. Oh, so mehrere Kisten. Also, kann man da runterspringen? Nee. Warum ist hier ein Tor? Gibt's hier noch ein Weg nach unten? Schaut nicht so aus. Ich denke, wir werden später noch runterkommen. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Dann heißt es aber eigentlich, dass er auch tot wäre? Nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran.
Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Ja, hier ist es ja eigentlich die Welt der Toten. Das ist die große Brücke. Oder eine von den großen Brücken. Kopf, was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Visionen Qual sein sollen. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir. Es war nur ein Trugbild. Es war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingebrochen. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. Ich muss nachdenken. So machen wir es nicht. Ah, oh, Chaos-Lomme. Sehr schön, damit können wir unsere zwei Schwerter wieder aufwerten. Okay, hier ist ein Shorty. Darüber. Rüberspringen geht nicht. Kommen wir runter, ne? Gibt's auch nicht, hä? Wie kommen wir dort rüber? Von dort oben vielleicht? Ich probier's nochmal. Aber hier geht's auch bis ins Wasser rein.
Hier geht's bloß ins Wasser rein. Könnte das Ding zerstören? Okay. Aber wir kommen da später hin. Geht gar nicht. Alter Anspielen kann ich nicht. Oder ich muss den darüber schieben, dass ich von dort hinten rankomme. Und dann kann ich auf das Podest mit der Kiste normalerweise. Ja. Okay. Verstehe. Okay. Haben wir das aufgelöst? Warte, ich glaube, ich sehe Baldur davon. Ja, da kommt der Pisser. Er darf uns nicht sehen. Hör zu! Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Hat es kein Recht, Hexe. Ich schmecke nicht. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte, 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 befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir, irgendwann dankst du mir. Du wirst.
verspreche es. Glaub mir, ich weiß, wie. Freya ist nicht die Waldhexe? Wie gesagt, die hatte auch mal einen Sohn. Alter Schwede hier. Freya ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Dann weiß ich's auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Und soll ich sagen, gemäß wir unten erkunden? Sieht man ihn hier? Nee. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir an der Stelle aber einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich denke mir mal, dass dann bestimmt auch noch ein Kampf gegen Baldur anstehen wird. Gegen Baldur aus Helheim. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mir ein bisschen Support da lasst. Einen Daumen nach oben oder so. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich nur noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.